Reges Treiben im Repair-Café in Leonding. Johann Lehner und sein Team schrauben und tüfteln an alten Geräten. So manchem Lieblingsstück wird somit eine zweite Chance gegeben. Wir kriegen das erstmalig in die Hände, natürlich ohne Reparaturanleitung, ohne Zeichnungen dazu. Das heißt, es geht einmal darum, aufgrund der Fehlerschilderungen den Fehler zu finden. Manchmal scheitern wir halt an Ersatzteilen. Dann kann es durchaus sein, dass man das auf ein weiteres Monat verschieben muss, damit die Ersatzteile besorgt werden können und beim nächsten Mal dann hoffentlich erfolgreich repariert werden können. Wir haben relativ gute Erfolgsquote, anfänglich ungefähr 2/3. Es ist ein Projekt der Klima- und Energiemodellregion Kürnbergwald. Seit Oktober letzten Jahres gibt's das Repair-Café im Pfarrsaal Leonding. 100 Geräte wurden seither repariert. Und dieses Kinderspielzeug oder diese Kaffeemaschine landen heute nicht im Müll. Ich habe meine Espresso-Kapselmaschine hergebracht, weil das nicht funktioniert hat mit Kapseln einwerfen. Und ich mich schon immer geärgert habe und ich bringe es her. Und der Herr, der Kompetente, hat das voll hingekriegt. Ich habe es wieder probiert und es passt. Funktioniert. Ich bewundere die geschickten Leute, wie die hier mit den Nachrichten Nähmaschinen daher. Ich hätte ja keine Ahnung von dem Ganzen. Auch Kleidung muss nicht zwingend weggeschmissen werden. Sie nähen und flicken zusammen. In Österreich landen immerhin jährlich rund 222.000 Tonnen Textilabfälle im Müll. Diese Welt ist endlich und auch die Dinge, die wir aus ihr generieren und gewinnen können, und jedes Teil, das nicht gekauft werden muss oder neu produziert werden muss, ist ein absolut richtiger Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Alle 20 Helfer reparieren ehrenamtlich. Sie setzen ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und schonen somit auch das Geldbörserl. Denn alles basiert auf freiwilliger Spende. Und während dem Warten gibt's Kaffee. Das Repair-Café ist jeden dritten Mittwoch im Monat im Pfarrsaal im Zentrum Leondings geöffnet. Der nächste Termin ist am 20. März.